Moin Leute und willkommen zurück zu Shadowrun Returns. Wir gehen in die Seamstresses Union. Schauen wir mal. Du bist im Begriff, die Barons zu verlassen und die Seamstresses Union zu betreten. Möchtest du? Ja, schon. Die Seamstresses Union. Verglichen mit dem Rest der Barons ist Touristville eine neonbeleuchtete Oase und in ihrem Herzen liegt die Seamstresses Union. Die Union befindet sich in einem alten Sandsteingebäude an der Ecke zwischen Illegal und Gelegenheit, wo sich Obdachlose für die Nacht lang machen, Gänger durch die Straßen schlendern und eine gelegentliche Lohnsklave zum Slummen vorbeikommt. Also zum Saufen. Das Gebäude der Union wurde so oft aufgemotzt, umgebaut und restauriert, dass es wie eine alternde Schauspielerin mit viel Schminke daherkommen zu scheint. Als du das Gebäude betrittst, wirst du von den Summen vieler geflüsterter Unterhaltungen begrüßt. Die Kneipengäste blicken kurz auf, schenken dir einen abschätzigen Blick und wenden sich wieder ihren Geschäften zu. Das ist die Art von Ort, wo jeder deinen Namen kennt, aber ihn niemand weitersagt. Ah ja, also ein guter Ort. Nett hier. Okay. Wir suchen jemanden. Ich gehe nicht allein. Den Ripper gibt's nicht. Noch ein Troll. Jim Parkers. Cherry Bomb. Okay, komm, wir reden mit Cherry Bomb. Hey, Cherry Bomb. Cherry Bomb. Die Kellnerin ist eine mehr als auffällige Elfe mit einem perfekten straffen Körper und einem perfekten Schmollmund und perfekten zulaufenden Ohren. Ihre Augen schreien, rette mich und nimm mich in gleichem Maße und treffen so exakt den richtigen Ton, um ein Maximum an Trinkgeld herauszuschlagen. Sie blickt dich an und lächelt erfreut beim Anblick eines weiteren Elfen. Oh, hi, dich habe ich hier noch nie gesehen. Was kann ich dir bringen? Ein dreckiges Getränk in einem sauberen Glas. Wie wär's mit einem Date? Ja. Nee, wir sind ja eine Frau. Ah, so wie dieser Laden aussieht, kann ich hier vermutlich alles bekommen, was ich nur möchte. Ich habe eine Quittung mit dem Namen Coyote drauf gefunden. Ist sie hier? Ah, nee, wir wollen nicht gleich mal hier loslegen und wir trinken erstmal was. Oh, da ist wohl jemand ganz hart. Sowas gefällt mir. Also gut, ich besorg dir mal was mit Bliss. Sie will sich gerade umdrehen, als ein Mann mit dem Gesicht eines Überlebenden und dem Eifer eines Konvertierten an ihrem Arm zieht. Hart. Es ist offensichtlich, dass die beiden sich kennen. Sie versuchen leise zu sprechen, doch die Intensität der Unterhaltung macht es leicht, ihnen zu folgen. Shane. Cherry, du musst mir zuhören. Wenn du weiter hier herumhängst, könntest du bald tot sein oder schlimmer. Der Ripper ist da draußen und er ist echt. Der letzte Mord fand direkt in der Straße runter statt. Und jetzt ist auch noch Coyote weg. Bestimmt finden sie ihren kopflose Leiche morgen wohl irgendwo im Müll. Komm schon, Cherry, wir müssen hier weg. Denk nochmal drüber nach. Ich denke jede Menge, Shane. Ich arbeite an meinem verdammten Doktor in Neuroprosthetik unter... OG-Mans, oder? Oder OG-Mans. Ich sage den OG-Man. Und wie zahle ich dafür? Kellnern, Trinkgeld. Es gibt schnellere Wege, auf die ein Mädchen in Barons sich Geld verdienen kann. Aber ich mache sowas nicht. Also, was willst du noch von mir? Ich will das, was du willst. Ein besseres Leben. Eine bessere Welt für uns alle. Die universelle Bruderschaft kann dir das bieten. Die Story kenne ich schon in- und auswendig. Es ist kein Trick, um uns wieder zusammenzubringen. Jetzt ist alles anders. Ich bin anders. Die Bruderschaft. Cherrybombs Gesicht bleibt hart gestählt mit dem Lippenstift und niedrigen Erwartungen. Die universelle Bruderschaft ist was für andere Leute, Shane. Reiche Bellevue-Typen, die Mitgliedschaftsbeträge und die freiwilligen Spenden aufbringen können. Es geht gar nicht ums Geld. Es geht darum, die Welt in Bruderschaft zu verbinden. Ach du heilige Scheiße. Komm mit mir. Nimm an einem Erfahrungstreffen teil. Finde heraus, wer du wirklich bist. Letzte Nacht hat Lynn Telestrain über die neue Familie in der sechsten Welt gesprochen.
Ich habe bereits eine Familie, Shane. Es sind Säufer, Tunichtgute und Huren und ich würde sie deiner Bruderschaft jederzeit vorziehen. Ja, das würde ich allerdings auch. Jetzt verzieh dich, ich muss arbeiten. Mit einer Körpersprache, die keinen Zweifel am Ende des Gespräches lässt, kehrt Cherry Bomb ihm den Rücken zu. Tut mir leid, ich wurde unterbrochen. Hab's mitgekriegt. Er hat die Stärke der Gerechten auf seiner Seite, wie? Sie kneift ihre hübschen Augen zusammen. Sei vorsichtig, wessen Gespräche du hier belauscht. Andere Leute sind vielleicht nicht so freundlich wie ich. Wie sieht's aus, als wärst du nicht zum Spaß hier? Bist du Bulle? Sehe ich aus wie ein Cop? Sie klimpert mit den Wimpern. Nein, Baby, du siehst aus wie jemand, der die Schatten kennt. Polypen erkennen wir auf den ersten Blick. Kann ich dir behilflich sein? Ich habe ein paar Fragen. Dann schieß mal los. Der Typ hat Coyote erwähnt. Ist sie hier? Sie besorgt das. Nein, ich glaube, sie ist geschäftlich unterwegs. Geschäftlich, was? Ist sie eine Schamanin? Bei einem Namen wie Coyote? Sie lacht. Nein. Sie hat mal einen Kojoten erschossen, weil sie dachte, es wäre ein Schamane, der sie hintergangen hat. Seit diesem Tag wird sie von allen Coyote genannt. Ihre Miene verdüstert sich. Sie wird schon ein paar Tage vermisst. Manche sagen, der Ripper hätte sie geholt, aber ich kenne sie. Coyote kann auf sich aufpassen. Ah, okay. Schon mal den Namen Sam Watts gehört? Sie nickt. Sam war ein Stammgast, schon seitdem ich hier arbeite und eine echte Nervensäge. Hat groß rumgetönt, war aber immer pleite. Wenn er auch nur ein bisschen Geld hatte, ging das gleich in den Schädel. Chips, Drogen und Alk. Coyote hatte aber eine Schwäche für ihn. Hast du Sam an dem Abend gesehen, an dem er gestorben ist? Nein, da war Coyotes Schicht. Wem gehört dieser Laden? Ja. Mit wem hast du eben geredet? Shane, mein Ex, er hat früher hier gearbeitet. Dann hat er eines Tages eine Anzeige der universellen Bruderschaft gesehen und das war's. Ist zu einem Treffen, hat neue Freunde gefunden. Ist zu ihnen gezogen. Erst war ich froh für ihn, aber dann wollte er mich rekrutieren. So einen Dreck brauche ich nicht. Ja, kann ich mir vorstellen. Erzähl mir etwas über diesen Laden. Manche kommen, um zu trinken. Manche wegen der Gesellschaft und andere suchen etwas Verrücktem, das sie nirgendwo sonst finden. Wenn es illegal oder unmoralisch ist, gekauft, verkauft, gemietet oder konsumiert werden kann, findet man es mit großer Wahrscheinlichkeit hier. Die Union scheint die Leute wie dich anzuziehen. Wem gehört dieser Laden? Ich möchte gern mit ihm oder ihr reden. Das wäre dann Mrs. Kubota. Sie ist im Hinterzimmer, kaum zu verfehlen. Wiz. Kein Ding. Heißt Wiz so viel wie Danke? What the fuck? Hey, du. Hey, Lady, ich habe ein paar extra Outfits, die ich loswerden will. Willst du sehen, ob was für dich dabei ist? Ja, klar, ich sehe mich mal um. Gossenpunk. Kleidung plus Charisma, Lebenspunkte, Willenskraft hätten wir hier. Wie viel Kohle habe ich eigentlich? Oh, ich habe schon was. Intelligenz. Standardkleidung für Shadowrunner. Intelligenz. Ausweichen. Ich finde aber die mit den Lebenspunkten ganz gut. Ich würde die kaufen. Sind meine Optik jetzt verändert? Na, mach's spannend. Ja. Ach, wie cool. Jetzt sehe ich aus wie... vom Startbildschirm. Ich finde das ja mega cool, gell? Also, wir haben auf jeden Fall mehr Lebenspunkte durch die Ausrüstung. Sehr nice. Hast du sonst noch was? Oh ne, danke, brauche ich jetzt gerade nichts dann, wenn du nur Outfits hast. Ja. Hey, Jen. Der Gesichtsausdruck der asiatischen Frau will sagen, ich bin für alles zu haben.
Doch ihr Verhalten ist eher das einer Dealerin als einer Prostituierten. Sie hat eine Datenbuchse am Hals, eine Waffe an der Hüfte und miese Laune. Sie betrachtet dich mit einem böswilligen Grinsen. Du siehst so aus, als könntest du ein paar Knarren gebrauchen, etwas Einfaches. Ich habe Waffen, die sind nutzerfreundlich. Die rollen sich praktisch von selbst ab. Brauchst du Tech? Das habe ich auch. Wenn du eher auf sowas aus bist. Zeig mal, was du hast. Street Sweeper. Genau, ich wollte nämlich gerade noch sagen, wir benötigen noch eine kleine Nahkampfwaffe. Eine Maschinenpistole haben wir. Ja. Drohnen, Verbrauchsobjekte, Waffen. Ein bisschen Kohle haben wir noch. Ich würde fast sagen, wir nehmen den. Nehmen die Machete. Schaden 6, Reichweite Mittel. Ja, passt. Super cool, vielen Dank. Mr. Cluey. Am Eingang zum VIP-Bereich steht ein Berg von einem Troll, dessen muskelbepackter Anzug sich in einem maßgeschneiderten Anzug quetscht. Muskelbepackter Körper, würde ich sagen. Also, das ist halt natürlich auch. Ich glaube, es war auch ein Kickstarter-Projekt, deswegen ist es in Ordnung mit den Übersetzungsfehlern. Ich verlese mich auch oft genug, also alles passt ja. Ob aufgrund der guten Gene oder teurer kosmetischer Chirurgie, umrahmen die glänzenden Hörner des Trolls völlig ebenmäßig sein Gesicht. Und die polierten Stoßzähne und der Ziegenbart betonen sein schon markantes Kinn. Willkommen, benimm dich hier bitte. Klar, mache ich. Gibt's hier öfter Probleme? Nichts, was ich mit einem strengen Blick nicht klären ließe. Hast du ja was zu erledigen? Ja. Ich war ein Freund von Sam Watts. Kanntest du ihn? Sicher, alle hier kannten Sam. Mit ihm haben wir einen Teil der Familie verloren. In Clues Augen liegt eine gewisse Schärfe. Der Blick eines Mannes, der schon viel gesehen und früh an Weisheit gewonnen hat. Schätze mal, Sam war die Art Person, die man hin und wieder rausschmeißen musste. Ich würde sagen, ich habe ihm nahegelegt, nach Hause zu gehen. Sam war ein Säufer, aber für gewöhnlich nicht gewalttätig. Für gewöhnlich? Was ist mit der Nacht, in der er starb? Er war ein wenig aufgewühlt. Ich weiß nicht, was genau es war. Könnte wegen einer Frau gewesen sein. Ich stand kurz davor, ihn hinauszugeleiten, musste mich dann aber über ein paar Go-Gänger kümmern, die einem der Mädchen oben imponieren wollten. Stattdessen hat Jake Sam hinausgebracht. Danke für die Info. Kein Problem. Oh, das ist aber ein chilliger VIP-Bereich, oder? Jetzt mal abgesehen von den Tanzflächen. Glaube ich, dass ich gerade mein Mikro ausgesteckt habe. Sekunde. Nee, geht. Okay. Verzeihung. Ich dachte gerade, ich habe mit meinem Fuß den Stecker gezogen. Okay, jetzt schauen wir, wen haben wir hier? Nock. Das ist die Chefin, mit der werden wir zum Ende hinreden. Also fangen wir mit ihm mal an. Johnny Clean. Der Mann ist wie ein Hausmeister gekleidet, doch seine Uniform ist ungewöhnlich sauber. Er ist groß, schmal wie eine Bohnenranke und hat einen berechnenden Blick, der verrät, dass er mehr als ein bloßer Hausmeister ist. Hi, ich bin Johnny Clean. Bist du neu hier? Ja, ich bin das erste Mal hier. Ich bin gerade dabei, mich hier zurechtzufinden. Na dann, viel Spaß. Das scheint der richtige Ort für dich zu sein. Ich fege hier nur noch ein bisschen. Was bist du? Bist du hier so eine Art Aufräumer? Also wenn es hier Action gibt, dann flippt der Hausmeister aus. Das kann ich mir gut vorstellen. Hey, Nock. Nock. Der Troll, geschmückt mit leuchtendem magischen Talisman und Fetischen, scheint nicht ganz von dieser Welt zu sein. Er murmelt etwas vor sich hin, scheint in mehreren Gesprächen auf einmal vertieft zu sein, aber nur mit Wesen, die man weder sehen noch hören kann. Murmel. Ich hab's dir doch gesagt, es lief ganz anders ab. Liefer mir Beweise und du sollst es haben. Ich bin geehrt, Eure Majestät. Okay. Murmel. Deswegen, habe ich ja gesagt, Senf und nicht Ketchup. Vergib mir, Sheen, ich war ein Narr.
Er schaut dir in die Augen und seine anderen Gespräche verstummen. Sieh dir meine magischen Waren an und staune über ihre Pracht. Okay. Ah, hier können wir Sprüche kaufen. Für Schamanen, für alles Mögliche, aber ja, Waffen, Energieblitze, Zaubersprüche, Beschwören, KI-Zauber und Verbrauchsobjekte. Alles klar? Danke dir. Hey, Miss Kubota. Miss Kubota beobachtet dich von der anderen Seite des Raums, mustert dich von Kopf bis Fuß, als du auf sie zukommst. Als du dich näherst, bemerkst du, dass sie von gemischter Abstammung ist, afrikanisch und japanisch. Ihre Haltung sagt, das hier ist mein Haus, leg dich auf eigene Gefahr damit an. Doch in ihren Augen blitzt ein verspieltes Leuchten auf, als sie mit dir spricht. Konbanwa, guten Abend. Na, du bist vielleicht ein hübscher Elf. Gefällt dir die Sam Street Union? Für jemanden wie dich sollte es allerhand geben, was dir gefallen könnte. Sie nimmt dich ganz genau unter die Lupe. Oder ist das ein geschäftlicher Besuch? Ich würde gerne im Augenblick ein paar Dinge sprechen. So, ja, und warum sollte ich dir helfen? Sam Watts, ich bin auf der Suche nach seinem Mörder. Ihr Gesicht hält sich auf, sie scheint amüsiert. Ah, also bist du die kleine Versicherungspolice, von der er so gerne sprach, wenn er betrunken war. Sein Racheengel, der ihm von jenseits des Grabes rächt. Was willst du wissen? Er hat ja gut über uns geredet. Wie gut kannten sie Sam? Ich kannte ihn, wir alle kannten ihn. Sam war Stammgast hier. Vorausgesetzt, er konnte sich genug Nuyen erschleichen, um sich mit irgendwas zuzuknallen. Drogen, Chips, Alkohol. Für Sam machte das keinen Unterschied. Er war immer nur auf der Suche nach dem nächsten Rausch. Er klammerte sich an diesen Ort, als wäre es seine letzte Rettungsleine, und wir haben ihn wie einen Teil der Familie behandelt, auch wenn niemand von uns ihn je wirklich mochte, außer Coyote. Haben Sie in der Nacht, in der er starb, gesehen? Er war hier, wie gewöhnlich sehr betrunken. Coyote hatte diese Nacht an der Bar gearbeitet und mich darüber informiert, dass Sam sich rüpelhaft und streitlustig gegenüber den anderen Kunden benahm. Als ich vorschlug, er sollte lieber gehen, lehnte er ab. Mein Türsteher, Mr. Cluey, war mit seinen anderen Angelegenheiten beschäftigt. Also bat ich Jake, Sam aus der Hintertür auf die Straße zu bringen. Das war das letzte Mal, dass ich einen der beiden gesehen habe. Eine letzte Frage noch. Können Sie mir sagen, wo ich Coyote finden kann? Ihr Gesicht verdunkelt sich, wenn ich das nur könnte. Ich habe sie seit 2 Tagen nicht gesehen. Sie ist ein kluges Mädchen und tough dazu. Doch ich mache mir Sorgen um sie. Warum Sorgen, wenn sie tough? Warum die Sorge, wenn sie so tough? Warum die Sorge, wenn sie so tough? Ich bitte dich. Wenn du bist, was ich glaube, dass du bist, weißt du, dass ich immer jemanden gibt, der noch tougher ist. Ihr Zimmer befindet sich oben. Wenn du nach ihr suchst, würde ich vorschlagen, dass du mal hinaufschaust. Vielleicht kannst du herausfinden, wo sie ist. Ich würde ihre Privatsphäre normalerweise pfleglicher behandeln, aber sie hat jetzt schon 2 Schichten verpasst und ich kann nicht auf ihrem Comlink erreicht werden. Wenn ihr etwas zugestoßen ist, möchte ich nur nicht durch Tatenlosigkeit Schulden machen, mich durch Tatenlosigkeit schuldig machen. Hier ist der Schlüssel. Oh, alles klar. Oh, ich bin mir fast sicher, hier ist was faul. Aber auch nur fast. Gut, Leute. Hier oben werden wir uns das nächste Mal aber genauer umschauen. Ich danke euch wieder vielmals fürs Einschalten. Die Story ist Hammer, oder? Die ist wirklich gut. Ich bin da schon voll drin. Ha! Bis zum nächsten Mal. Zu Shadowrun.